Und damit willkommen zurück zu Need for Speed Payback. Und heute wird mit unserem kleinen Käfer hier ein bisschen die Offroad League aufgemischt. Die Hazard Company heißt sie. Die Stimme der Straße, Racer. Tyler Morgan legt sich auf seinem Weg zum Outlaws Rush mit ein paar echten Schwergewichten an. Kämpft er außerhalb seiner Gewichtsklasse? Sein letzter Knockout sagt was anderes. Erwischt hat das Mitko. Was will er denn? Wir sind Landteier. Aber ich garantiere dir, wir leben besser als du. Geld in der Hand, Dreck an den Füßen und nichts als der Himmel vor uns. Wir sind die Hazard Company. Hazard Company. Ich hab mich schon gefragt, wann du hier auftauchst. Du hast mich erwartet? Selbstverständlich. Dein Ruf als Offroad-Maniac eilt dir voraus, Sean McAllister. Hör zu. Ich will hier nur Rennen fahren. Ja, ja. Aber ich kann nicht gegen jeden bekannten Racer fahren, weißt du? Ich muss sicher gehen, dass du mithalten kannst. Wie wär's mit einer Blitzfahrt zum Airfield? Das ist der Test. Eine Blitzfahrt zum Airfield. 2000 Meter, Blitzfahrt. Okay. Beweis mir, dass all die Geschichten über dich nicht nur Märchen sind. So sind sie nicht. Sieh zu und lerne. Mir fällt gerade auf, der Beetle ist noch gar nicht auf Maximum gepumpt. Der ist ja erst auf 374. Da geht ja noch was. Oh, da könnte man noch mal ein paar Kärtchen reinschieben. Da müsste ich sogar noch eine 16er Karte drin haben. Eigentlich. Die Stadt hier ist schon cool. Eigentlich echt nice. Da steht hier für ein Bus. Was war denn da? Ey, komm schon! 4,8 Kilometer. Denkst du, ich krieg hier keine 2 Kilometer gedriftet. Wer wettet da eigentlich die ganze Zeit? Das hab ich mich auch schon mal gefragt. Ich hab mal verpasst. Jawohl. Das war richtig intelligent. Durch und durch. Hört sich auch immer geil an. Jo. 300 Meter driften. 130 Meter. Dann ist er quasi immer am Driften auf Offroad. Also auf dem Schotter. Quasi jeder Kurve bist du am Driften, oder? Eng. Fast in den Stein geballert. Naja. Links. Ein bisschen mehr Nitro wäre ganz gut in der Kabine. Oh, Scheiße. Für die Offroad-Parts wäre ein bisschen Nitro echt nicht schlecht. Da ist schon ganz schön wenig drin. Ah, da kann man mal gucken, ob man da kaufen kann. Jawohl, verlängert. Und nur noch 3 Meter. Und zack, durchs Ziel. Easy. Erledigt. 2 Minuten 33. Gar nicht so schlecht. 18er Turbo. Was haben wir drin? Ein 16er. Sag ich doch. Wir haben bestimmt noch irgendwann einen 16er drin. Jawohl. 2, 4, 6 Rennen müssen wir fahren für die Hazard Company. Das ist ja... wunderbar. Oh shit, ich glaube so eine Zwischenzeit gab's bei dem Run noch nie. Ach komm, das sagst du doch nur so. Ich laber nicht so. Mir ist klar, warum die anderen Crews Probleme hatten. Aber bei uns erwartet dich die Zeit deines Lebens. Rennen wie hier hast du noch nie erlebt. Ich weiß nicht, mit der Free Amber Militia war schon ziemlich verrückt. Verrückt, ne? Wir treffen uns zum nächsten Rennen bei meinem Solarfeld. Bist du dabei? Deinem Solarfeld?
wohl ab. Ach, das gehört auch ihm? Und zu verdanken habe ich dem Haus. Wir sehen uns dann. Das Muffet gehört ihm? Mit dem Haus. Ich weiß. Ich war auch überrascht. Naja, egal. Behalt ihn einfach im Auge. Ja, mach ich. Erstmal, du bist ja echt kein Arsch. Von wegen hier. Ja, ich kann. Ja, der entschuldigt sich sogar dafür. Ja, ich kann jetzt nicht gegen jeden berühmten Racer fahren, deswegen machen wir hier noch ein paar Prüfungen vorher. Die anderen sind also, ja, du kommst eh nicht gegen mich an. Du musst erstmal wie meine hier Helferlinge fahren. Also rein theoretisch ist das schon netter als der Rest. Außerdem gehört ihm Solarfeuer. Und der heißt Holz. Ich und mein Holz. So, jetzt. 7 Sekunden lang in der Luft. Insgesamt, okay. Na, dort kriegen wir hin. Das hier wird heftig, Crew. Stellt euch auf einen wilden Ritt ein. Oh, das wird fantastisch. Cool, Alter, wieder ein Rennen im Solarfeuer. Jetzt geht's rund. Bobby Joe, jawohl, Alter. Und er sagt vorher noch, wir sind Landeier. Und dann fährt dann Bobby Joe mit. Ui. So, was haben wir hier? Eine kleine Schlucht. Die Map ist schon nice. Ich mag das Spiel. Vielleicht macht man das. Ich weiß es nicht. Jetzt hab ich die Gegend schlittern. Ey! Joe ist schon wieder vor mir. Ganz schön ätzend, Bobby Joe. Komm zu mir, dann mach ich dich frisch. Da ist ein Coin. Meiner! Oh Scheiße. Ich hab nicht nur auf den Coin geguckt. Oh Scheiße. Wieso werde ich jetzt zurückgesetzt? Was macht er denn? Bobby Joe, warum stehst du hier mitten im Feld? Tess, du stehst mir gerade erwarten. Ja, Baby! Oh, wie könnte das mit dem. Ah, nee, okay. Nein! Ich krieg dich. Ich krieg die Pakete. Nur ein Kratzer! Ich hab den Sprung nicht bekommen. Ey, hey, guck mal, die Augenbeetle. Cool! Peach. Ich bin Dritter. Und ich habe nur noch 500 Meter. Das wird nix. Kann ich euch sagen, das wird nix mit, Leute. Nee, fuck. Oh Mann! Ich habe nicht den ersten Platz belegt. Ja, das habe ich bemerkt. Danke für die Info. Boah. Wenigstens liegt dieses Mal der Coin nicht im Weg. Okay. 7 Sekunden Airtime. Das war gerade gar nicht mal so einfach. Mit dem Beetle. Das hier wird heftig, Crew. Hab's. Stellt euch auf einen wilden Ritt ein. Oh, das jetzt wird aber fantastisch. Jetzt wird's geböllert. Direkt nach vorne drücken. Okay, hat nicht funktioniert. Dale. Lusch, mein Mann. Lusch mit vorbei. Cooler Typ. Okay. Ja. Ich sehe hinter mir den Punkt. Da möchte ich dich wieder rein. So, jetzt gehen wir jetzt noch ein bisschen Airtime. Ne? Okay, so viel Sprung habe ich mit dem Auto gar nicht, wie ich jetzt gerade dachte. Gut. Dann nicht. Wir müssen hier oben runter. Okay.
kümmert. Das ist gleich eine Links-Rechts-Kurve. Mann, wieso bin ich nur so gut? Mac, halt's mal, bevor du nicht Erster bist. Ja? Können wir gar nicht drüber reden, warum du so gut bist. Du hast gerade verloren. Aber der Drift war gut. Kann ich mal dir lassen. Okay, das war jetzt aber gerade auch mehr als knapp. Jetzt muss ich alles das geben. Waren jetzt die 0-0. Hier rum um die Kurve. Obwohl es eigentlich schon geil, wenn man so ein bisschen drin ist, wenn man fahren muss. Das macht auch wirklich Spaß. Und zack. Abgeschlossen. Oh, das unter 2 Minuten sogar noch. Krass. Ja, haben wir mal Glück gehabt. Man kennt ja auch die Strecke dann, wenn man sie schon mal gefahren ist. Nice. Auch noch ein 18er Teil. Quest 3 in Fortschritt. Jawohl. Die Nummer 3. Ich bin Alter, die Nummer 3. Das war so krass. Verdammt richtig. Nur pack ich nicht, dass du meine Crew besiegt hast. Ich hoffe, du fährst weiter mit uns. Klar. Super. Talente wie deine könnten wir hier nämlich gut gebrauchen. Vor dem nächsten Rennen solltest du deine Slalom-Künste aufpolieren. Wir sehen uns da. Slalom. Oh, Scheiße. Ich hab keinen Slalom. Okay. Versuchen wir das mal, ne? Zack, den Coin noch in der Luft eingesammelt. 38 von 100 Coins habe ich erst. Und ich bin über Level 40. Welches Level bin ich eigentlich? 46. Oh krass, ich bin schon fast Level 50. What the fuck? Da merkt man gar nicht, wenn man das Spiel einfach so spielt. Geschwindigkeit von 200. Weiß ich gar nicht, schafft der Beetle so viel? Eigentlich schon, oder? Als Herausforderung haben wir unsere Strecke mit Schrott aus der Stadt gepimpt. Versuch zu überleben. Okay. Könnte der Stadtreifer einfach irgendwas befehlen und macht es? Wenn du zu uns gehörst, kannst du jedem alles befehlen, was dir einfällt. Traum nicht wahr? Ja. Okay, langsam kommt der Arsch raus. Ey! Ey! Ich werd hier weggerammt. Pack's gar nicht. Ey! Bobby Joe! Drück mich nicht aus der Strecke, was ist denn mit dir los? Und dann. Wir haben noch 7 Kilometer. Ihr werdet richtig direkt weggefickt. Nein. Durch die Boden war das erste Mal, dass ich jetzt Slalom wirklich gebraucht habe. Der Dreck, der Müll wieder kaputt. Und jetzt. Ich hab wieder 4. Platz. Okay. 4. Platz. Also, das ist ja vorne 3, 2 und die 1. Alles klar. Das sind wir ja gar nicht so gut. Aber Peach wird auch nicht mit dem Beetle. Muss man ja lassen. Muss bestimmt am Auto liegen. Platz 1 ist so nah. Ich sehe ihn. Ich glaube, den hat sich erstmal auf die Fresse gelegt. Forest und Peach. Der trifft. Und er ist zurückgepackt oder so. Und jetzt fahren hier gerade die Beetles um den ersten Platz. Und ich lasse ihn natürlich davon kommen. Weil Mund und so. Oh Scheiße, ich hätte schon umgekommen. Nein, Baum! Konzentrier dich! Kann nicht wahr sein. Oh. Machst du noch mit? Oh! Wo muss ich hin? Darüber! Okay, okay, ich kenne die Strecke nicht. Ein zweiter. Wo ist sie denn? Da vorne. Schon nicht mehr auf der Map angezeigt worden.
Oh, Scheiße. Mal Weg. Im Office ist es im Weg meistens nicht so schlimm, wenn man etwas vom Weg abkommt. Solange man nicht gerade irgendwie wieder in so eine enge Schlucht fährt oder so. Scheiße, ich muss noch früher, ne? Nur noch ein Kilometer. Das ist immer so weit, ne? Ey! Nein, sie drückt mich gegen den Stein! Ich pack's gar nicht! Peach kommt zurück. Jetzt muss ich das auch noch mal fahren. Ich hab keinen Bock darauf. Ich hab nicht mehr. Boah, sie hat mich richtig jetzt gegen den Stein gedrückt. Ich pack's gar nicht. Blechschäden und eine Niederlage. Toll! Wenn ihr jetzt wieder kommt, mit von wegen dein Auto ist so scheiße, dann schiebe ich euch meinen Controller richtig quer hinten rein. Okay, die müssen wir nochmal fahren. Da kommen wir nicht dran vorbei. Ja, die 200 habe ich geschafft letztes Mal. Ich wurde noch nicht Erster. Als Herausforderung haben wir unsere Strecke mit Schrott aus der Stadt gezählt. Ja, ich habe das schon gesehen mit dem Schrott. Wenn ihr mich jetzt noch nicht gegen die Wände drückt, dann komme ich sogar an. Nicht bekennen. Ist das Lini oder Lini? Lini? Was ist das für ein Name? Oh Scheiße. Oh fuck. Der war. Oh, der war. Oh, ich dachte, da wäre eine Kurve gewesen. Oh, wir. Ganz schön eng an den Stein reingekommen, wo ich letztes Mal festgehangen bin. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Wenn man die Strecke schon mal gefahren ist, ist es natürlich immer einfacher, als wenn man sie das erste Mal fährt. Ich bin nah dran! Trotzdem hoffe ich, dass ich nicht irgendwie sowas Unglückliches habe, wie diesen Stein zu geschoben zu werden. Mit irgendeinem BMW-Fahrer. Und ich den Namen nicht aussprechen kann. Oh Scheiße. Hey, oh, Scheiße. Zurück. Oh Scheiße. Der war richtig schlecht. Aber ich schon zu stark gewesen. Ätzend. Ich bin Siebter. Bobby Joe ist hinter mir, jawohl. Wenigstens einer. Kilometer. Scheiße. Wieder richtig schlecht. Komm schon. Jetzt hab ich den gegen den Stein gedrückt. Dale. Du bist ein guter Mann. Du hast mich ja vorher auch schon vorbeigelassen. Also lass mich einfach durch. Danke, Dale. Du bist ein guter Mann. Ich sehe nix. Ich mach mal das Auto ein Stück tiefer. Oh Scheiße. Okay. Ups. Falsch Kopf. Ich wollte eigentlich gerade weiter raus. Egal, dann mach ich jetzt nicht irgendwann. Nein, von der Kurve. Dale kommt doch. So, da vorne hatten wir die Rechtskurve. Hat mich gegen den Stein gedrückt. Die volle Triller. Ne, steht gar nicht, war da unten. War hier. Da hat sie mich gegen den Stein gedrückt. Ja, wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Können wir das besetzen? Doch, da ist einer. Yes, abgecashed. Event abgeschlossen. 3 Minuten. Mann, zwei. Was für ein Kick. Geht eigentlich. So, Speedkarte. 18er Block mit Sprung. Einbau. Missionserfolg. So, dann haben wir 3 von 6 geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Der zweite Teil gibt es am nächsten Mal, in der nächsten Folge, also morgen um 20 Uhr. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.